Hallo und willkommen bei unserem kleinen Tutorial für virtuelle Maschinen in Hyper-V. Schauen wir uns zunächst mal an, was wir benötigen, um Hyper-V in Betrieb nehmen zu können. Da wären 4 GB RAM, 64-Bit Hardware, SLAT-Unterstützung der Prozessoren und Virtualisierungstechnologie der Prozessoren. Bei Intel kann man sagen, dass alles ab iCore das unterstützt. Bei AMD habe ich euch einen kleinen Link mit in die Beschreibung gepackt. So, dann wären die Betriebssysteme, die Hyper-V unterstützt, die wir uns mal angucken. Da wären die Linux-Derivate CentOS, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, OpenSUSE, Ubuntu und Oracle. Dann wären die Serverversionen von Windows, Windows Server 2003 mit Service Pack 2, 2003 R2 mit Service Pack 2, Small Business Server 11, Home Server 11, Server 2008 mit Service Pack 2, Server 2008 R2, Server 2008 R2 mit Service Pack 1. Dann wäre noch Server 2012, das fehlt hier auf der Folie, aber dafür rede ich ja mit euch. Und Windows Server 2012 R2. So. Dann wären die Client-Version von Microsoft XP mit Service Pack 3. Windows XP x64, ziemlich rar, mit Service Pack 2. Windows Vista mit Service Pack 2. Windows 7 bzw. Windows 7 mit Service Pack 1. Windows 8 und Windows 8.1 Pro. So, wir machen das Ganze hier am Beispiel von Windows 8.1 Pro. Und fangen erstmal an. Ihr seht zwar unten in der Taskleiste schon, zumindest hier, dass ich Hyper-V schon installiert habe. Wenn ihr den Rechner frisch aufgesetzt habt, beziehungsweise Hyper-V noch nicht installiert ist, müsst ihr das noch tun. Dazu öffnet ihr ganz einfach dann Programme and Features. So. Und geht auf Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Dann bekommt ihr die Liste. So. Und setzt hier ein Häkchen bei Hyper-V. Bei mir ist das alles schon. Geht danach auf OK, übernehmen und dann startet ihr den Rechner neu. Danach ist Hyper-V installiert. Falls ihr das nicht sofort findet, einfach wie immer über die Suche. Da habt ihr dann den Hyper-V Manager, den ihr am besten als erstes öffnet. So. Dann ist bei euch hier alles nackt. Da ist noch nichts eingetragen. Deswegen fangt ihr dann mal an hier mit eurem Rechner. Macht ihr einen Rechtsklick. Neu. Virtueller Computer. So. Den könnt ihr jetzt benennen, wie ihr möchtet. Nenn ihn mal Testmaschine. Okay. So. Hier könnt ihr dann einstellen, wo er gespeichert werden soll. Ich habe dafür auch einen anderen Ordner. Den hier unter mein Hyper-V-Ordner ab. Ordner auswählen. So. Dann geht ihr weiter und gebt die Generation an. Also je nachdem, welches Betriebssystem ihr dann auf Hyper-V aufsetzen wollt, ist es so, Generation wäre ab Windows 8 bzw. Server 2012. Dort werden Features unterstützt wie EFI, Secure Boot und so weiter und so fort. Wir werden jetzt mal ein Windows 7 aufsetzen als Test und nehmen deshalb die Generation 1. Also alles, was vorher war, lässt sich auf Generation 2 sowieso nicht aufsetzen. So. Hier wird der Arbeitsspeicher zugewiesen. Sagen wir mal 512, wäre ein bisschen knapp. Nehmen wir mal 2048, 2 GB RAM. Und gehen auch weiter. So, die Verbindung für das Netzwerk, da müsst ihr gucken. Normalerweise ist das hier noch nicht eingestellt. Wie ihr seht, ich habe schon ein paar eingerichtet. Das könnt ihr hier machen. Beim Manager für virtuelle Switches. Da gehen wir mal rauf. Und hier könnt ihr einen neuen virtuellen Switch erstellen. Empfehlenswert wäre dann das externe Netzwerk. Dort wird dann euer Ethernet-Controller ausgewählt. Und das könnt ihr dann anwenden. Bei mir wäre es jetzt schon der vierte. Das lassen wir mal. Ich lasse mal meine drei so. Übernehmt den. So. Jetzt. Augenblick.
ist er. So. Hier wähle ich ihn aus und gehe auf Weiter. Hier ist, wie die Festplatte heißt, wo es gespeichert wird und die Größe der virtuellen Festplatte. Ich mache meine jetzt mal auf 50, das sollte reichen. Und gehen mal wieder auf Weiter. So. Hier könnt ihr dann einstellen, die ISO-Datei, wo euer Betriebssystem liegt. Ne? Das wäre gut, wenn ihr das alles schon vorbereitet habt, schon irgendwo liegen habt, eine ISO. Ich nehme mal hier Windows 7. Alle in einem. So, und weiter geht's. Hier ist nochmal aufgelistet, was wir alles gebastelt haben und fertigstellen. Schon wird das Gerät erstellt und wir können die Testmaschine starten. Machen wir jetzt mal. So, ist klar, ist ausgeschaltet. Machen wir an und warten und warten und warten und warten. Ab hier dürfte das den meisten bekannt vorkommen. Wir installieren unser Windows auf unserer Testmaschine. Ganz normal, als hätten wir auf einem physikalischen Gerät die DVD oder den Stick eingelegt. So. Ja, das Ganze ist eigentlich wie immer. Babam, 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 babam. Wir überspringen den Teil jetzt mal und ich zeige euch gleich mal, wie das Resultat aussieht. So, hier ist es fast drauf jetzt. Weiß man nicht, was ich mit meinem So habe heute, aber hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, alles im Groben und Ganzen kennt ihr das schon. Die Vorteile der virtuellen Maschinen liegen auf der Hand, sei es jetzt für ja, experimentelle Zwecke, falls jemand mal vorhat, eine Beta aufzusetzen oder so, kann man sich dann schon die Fragen stellen, wie das aussieht, ob die Beta dann auch auf eine richtige Version geupdatet wird, etc. Das ist alles uninteressant, denn wir haben jetzt unsere virtuelle Maschine. Und mit der können wir machen, was wir wollen. Ne? Die verzeiht uns vieles. Wir haben auch die Möglichkeit, wenn ihr hier die Testmaschine angeht, bevor ihr jetzt überhaupt irgendetwas machen wollt. Also wenn das frisch aufgesetzt ist, lässt sich das, sag ich mal, empfiehlt sich das sowieso, einfach hier mal einen Prüfpunkt zu erstellen. Wenn der erstellt ist, ihr seht ihr, der ist dabei. Wenn der erstellt ist, habt ihr den Vorteil, ihr könnt die Maschine auf genau diesen Punkt jetzt einfach zurücksetzen. Hier, jetzt. Und das ist eine einwandfreie Sache. Wie gesagt, jetzt könnte das große Experimentieren losgehen. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Ihr seid damit irgendwie ein bisschen schlauer geworden. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Falls ihr Fragen habt oder so, schreibt das einfach hier in Thread oder in unser Forum mshub.de. Ich wünsche euch viel Spaß damit und auf Wiederhören.